Account Grabber, das ist der Fachbegriff sozusagen dafür, aber vielleicht habt ihr schon selber mal festgestellt, ihr wollt einen YouTube-Kanal einrichten und plötzlich stellt ihr fest, oh, unseren eigenen Namen, den benutzt da schon jemand anders. Was ist das denn? Was kann man dagegen tun? Was kannst du tun? Was solltest du tun? Was ist vielleicht juristisch möglich, aber was ist vielleicht auch das Geschickteste? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf diesem Kanal und zu diesem Video. Ja, heute geht es um Account Grabbing bei YouTube. Jeden Montag liefere ich dir Interessantes zum rechtlichen Hintergrund von YouTube. Was gibt es da zu wissen? Was gibt es für nützliche Tipps? Also abonniere am besten direkt den Kanal, denn nächsten Montag gibt es ja den nächsten Tipp. Ja, und du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit einem Abo, denn am Mittwoch gibt es das Ganze nochmal für Instagram und TikTok. Und jeden Freitag gibt es ein Kessel Buntes, da informiere ich immer mal wieder, was gibt es sozusagen in der Woche Neues. Also jeden Freitag ein Video, was gibt es in der Woche rechtlich Neues, Kurioses, Interessantes, was vielleicht auch für dich dann wichtig ist. Also gerade in Corona-Zeiten passiert da natürlich viel. Aber jetzt legen wir mal los zum Thema Account Grabbing. Wie üblich ist das Video dabei in, sagen wir mal so, drei Teile geteilt. Ich erkläre dir erstmal, was ist eigentlich wirklich mit Account Grabbing gemeint? Was ist, wenn jemand deinen Namen benutzt? Was steckt da sozusagen dahinter? Als zweites erkläre ich dir natürlich, was kann man alles machen? Also wo sind die rechtlichen Ansätze möglicherweise, da was zu tun oder ja, möglicherweise eben auch nicht. Ja, und last but not least, der dritte Teil, das ist eigentlich der praktische Tipp am Ende. Denn eine Sache ist ja schön, wenn man Recht hat, aber noch schöner ist, wenn man das auch durchsetzen kann. Und da gibt es vielleicht einen Tipp, ja, wie man das Ganze sozusagen ein bisschen beschleunigen kann. Also aus der Praktikersicht, was kann man tun? Und das ist sozusagen an Nummer drei. Aber wir legen los. Zunächst mit der Frage, was meint eigentlich genau Account Grabber? Ja, Account Grabber, das ist eigentlich, wenn ihr euch entschieden habt, bei YouTube loszulegen und ihr sucht natürlich als erstes nach einem Namen. Klar, so fängt man meistens an und plötzlich stellt ihr fest, oh, genau zu unserem Unternehmen, genau zu unserem Namen, da gibt es schon ein Unternehmen. Und das kann tatsächlich relativ viele Gründe haben. Das eine kann sein, dass jemand festgestellt hat, hey, ihr seid ein cooles, aufstrebendes Unternehmen und irgendwann kommt ihr bestimmt zu YouTube und er möchte euch das Ganze verkaufen. Also sprich, der hat sich quasi in weiser Voraussicht, dass ihr euch da mal interessiert für den Kanalnamen gesichert und will einfach Geld abgreifen. Zweite Möglichkeit, die einfach natürlich auch immer besteht, ihr habt einen Konkurrenten, der euch Böses will und es gibt nicht nur einen Kanal mit dem Kanalnamen, sondern nein, der wird auch noch betrieben und zwar mit ziemlich viel Mist. Also sprich, da ist sozusagen ja, mehr oder weniger tatsächlich eine gewisse Schädigungsabsicht dahinter. Das heißt, die wollen euch vielleicht so ein bisschen an den Karren fahren und nutzen euren Namen in Anführungsstrichen mehr oder weniger absichtlich, um euch auch zu schädigen. Ich will natürlich auch als Anwalt nicht immer allen alles Böse unterstellen. Also es gibt natürlich auch eine dritte Möglichkeit. Derjenige ist einfach dödelig, hat überhaupt nichts mitbekommen, überhaupt nicht nachgedacht und einfach sich irgendeinen Kanalnamen gesichert. So ein bisschen ist unsere vierte und letzte Möglichkeit auch in diese Richtung. Tja, tatsächlich heißt er vielleicht genauso wie ihr. Hat vielleicht sogar ein Unternehmen gleichen Namens, das ist durchaus möglich, wenn er in einer anderen Stadt zum Beispiel beim Handelsregister das Ganze hat eintragen lassen. Also möglich ist das und damit sozusagen die vier klassischen Möglichkeiten abgeschöpft. So, jetzt aber die Frage, was? Wann kann man denn da jetzt was tun? Wie sieht es denn da aus? Ja, und auch da gibt es tatsächlich verschiedene Konstellationen. Ich sag mal, die schlechteste Konstellation, die liegt vor, wenn er tatsächlich genauso heißt wie ihr, also ein Unternehmen, was genau euren Namen hat, auch nicht wesentlich bekannter ist als ihr und ihr habt auch tatsächlich eure Namen, Domain nicht irgendwie markenrechtlich schützen lassen. Denn das Erste und Einfachste ist natürlich immer der markenrechtliche Schutz. Also sprich, wenn ihr da eure Marke habt eintragen lassen, ihr kennt die Hürden beim Markenrecht, die sind schon da, aber mal angenommen, ihr habt die Eintragung irgendwann glücklich geschafft, dann ist das natürlich der einfachste Weg und auch der einfachste Anspruch sozusagen zu sagen, hier, guck mal, wir haben eine Eintragung, weg mit der Domain, die gehört uns. Ja, das ist das Einfachste. Das wird natürlich schwierig, wenn es eben eine solche markenrechtliche ja, Nutzungsrechte von euch eigentlich gar nicht gibt, also wenn ihr nichts habt eintragen lassen. Dann kann man übers Namensrecht auch immer noch was machen. Gerade dann, wenn da möglicherweise ja sozusagen gar kein Bezug zu eurem Namen besteht, also wenn er jetzt nicht gerade die gleiche Firma irgendwie berechtigterweise, vielleicht weil der auch so ähnlich heißt mit Nachnamen wie ihr oder ja eben schlimmstenfalls genauso, dann wird es schwierig, aber ansonsten hat euer
ja, Name natürlich auch schon ein Namensrecht. Und da muss man eben gucken, dass er irgendwie was Besonderes ist. Ihr merkt aber schon irgendwie was Besonderes. Das ist ein viel dünneres Eis als der eingetragene Markenschutz. Natürlich ein dünneres Eis. Bisschen besser sieht es wieder aus bei meinem Beispiel, wenn derjenige das Ganze böswillig gemacht hat. Also wenn er tatsächlich gesagt hat, denen will ich jetzt mal schaden und jetzt gründe ich irgendeinen seltsamen YouTube-Kanal mit beschissenen Inhalten und hoffe, dass ich meinem Konkurrenten schade, dann gibt es sogar das Deliktsrecht, das euch zur Seite steht, also quasi so ein bisschen in Richtung ja, Straftatbestand schon fast. Also sprich, da habt ihr wieder ganz gute Karten, dagegen vorzugehen. Schön, wenn man dagegen vorgehen kann, aber gegen wen kann man denn da vorgehen? Und da ist natürlich sozusagen schon eigentlich unser dritter Teil ein bisschen eingeläutet. Ganz klar kann man natürlich gegen den vorgehen, der da sozusagen euren Namen, ich sage jetzt mal das böse Wort, missbraucht, in irgendeiner Form nutzt, obwohl er es nicht darf. Also das ist natürlich der erste Anspruchsgegner. Aber auch wir haben öfter das Problem, dass so richtig der Anspruchsgegner dann nicht ganz klar ist. Also ich sag mal, der Gegner an sich ist schon klar, aber der hat seinen Sitz möglicherweise auf St. Vincent and the Grenadines. Ein Gegner von uns hatte das auch mal und ich habe festgestellt, da ist man echt mit der Vollstreckung nicht so leicht dabei. Also ist eine Insel in der Karibik und wenn euer Gegner beispielsweise auch auf so einer Karibikinsel sitzen würde, dann weiß man vielleicht, wer der Gegner ist, aber so richtig viel hilft einem das dann nicht. Deshalb kommen wir sozusagen zum dritten Teil, dem praktischen Tipp. Ja klar, an sich ist erstmal der Gegner derjenige, der diesen Kanal dann nutzt, statt euer. Und wenn ihr einen Anspruch habt gegen den, sozusagen darauf, dass die das lassen und ihr eben den Kanal führen dürft und sollt und könnt, ja, dann kann man sich auch ganz gut überlegen, hier an YouTube heranzutreten. Ja. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, ist ja eben auch nicht so eine super leichte Kommunikation mit YouTube immer, aber leichter als auf einer Karibikinsel, wo kein Gerichtsvollzieher jemals erscheint und einem Unternehmen, das möglicherweise an Seriosität durchaus zu übertreffen ist, ist die Kommunikation mit YouTube dann doch. Und tatsächlich ist es auch rechtlich so, dass wenn YouTube dann erfährt, dass jemand sozusagen gegen das Markenrecht zum Beispiel verstößt und widerrechtlich den Namen von euch benutzt, auf YouTube nämlich, ja, dann ist YouTube tatsächlich durchaus auch am Fliegenfänger. Und da ist dann YouTube schon im eigenen Interesse relativ aktiv. Also das heißt, die gucken dann eben schon, oh, da ist eine Rechtsverletzung. Möglicherweise müsste das tatsächlich natürlich ein anderer beseitigen. Der macht das aber nicht. Aber wir wissen es ja. Wir lassen es ja zu auf unserer Plattform, auf unseren Kanälen. Und entsprechend rutschen wir juristisch tatsächlich in dieser Konstellation auch in die Haftung. Und das will YouTube natürlich nicht. Und dann werden die auch durchaus mal flott. Das heißt also, wenn ihr merkt, ach, ihr habt da einen Gegner, der benutzt da euren Namen, woher der kommt, was das überhaupt für einer ist, ist überhaupt nicht zu klären oder ist irgendwo auf Takatuka-Land. Man weiß es einfach nicht. Dann, kleiner Tipp, einfach an YouTube schreiben, den Sachverhalt erklären und ich bin guter Dinge, dass YouTube da sich schon an Recht und Gesetz hält, im eigenen Interesse, wie gesagt, und dass das viel erfolgsversprechender ist, als ewig lange zu recherchieren und da irgendwen im Niemalsland anzuschreiben. Also deshalb mein Tipp, dann wendet euch an YouTube, stellt den Sachverhalt ganz konkret dar und YouTube weiß, wir hängen da am Fliegenfänger und wird voraussichtlich aktiv werden. Dauert auch noch ein bisschen, aber ist wesentlich erfolgsversprechender als irgendwohin irgendwelche Briefe zu schicken, die sowieso nie ankommen oder wenn sie wirklich irgendwo ankommen sollten. Das interessiert dann keinen Menschen. Da ist YouTube anders. Also deshalb, manchmal ist der schönste Gegner nicht so viel wert wie der praktische Tipp. Und der praktische Tipp ist, wendet euch an den, der es dann auch noch stört. Und das ist in dem Fall YouTube. Ja, so einfach kann es sein. Also wenn ihr das wirklich mal feststellt, schreibt es auf, schreibt an YouTube und da passiert auch was. Da können wir eigentlich YouTube nur positiv loben, also sprich, da kann man Positives berichten. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten, also sprich, wenn ihr auch nächste Woche neue Infos in rechtlicher Hinsicht zum Thema YouTube haben möchtet, dann abonniert direkt den Kanal. Am Mittwoch gibt es auf jeden Fall wieder rechtliche Infos zum Thema Instagram und TikTok. Ja, und am Freitag, ich wette, diese Woche passiert auch wieder noch einiges, gibt es auf jeden Fall wieder Infos zum Thema, was gibt es Neues, insgesamt juristisch, Rechte für Geimpfte, für Genesene, was auch immer da ansteht, da wird einiges kommen. Also bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns im nächsten Video.